Jo, servus, Gesso, es wird das Beck am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und damit herzlich willkommen, Jungs, heute zu einem Video, was sich der ein oder andere von euch auch auf Twitter gewünscht habt. Jungs, kurz vorab vor dem Video, Werbung in eigener Sache, meine lieben Freunde, folgt mir gerne auf Twitter, denn da schreiben wir über diverse Themen, da bin ich auch sehr aktiv, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn mir der ein oder andere da folgen könnte, weil ich doch immer die neuesten News so raushaue oder halt auch, wenn sich Videos verspäten etc. oder wann ich ein neues Video raushaue. Das alles poste ich da, meine lieben Freunde. Ich würde mich da sehr freuen, wenn ihr das abchecken könntet. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Topic. Es geht um United vs. Fatal, meine lieben Freunde, wie der ein oder andere mitbekommen hat. Ist ja jetzt United vorbeigegangen, quasi als Konkurrenzcup, wenn man es so sehen kann, der nach Fatal gegründet wurde, meine lieben Freunde. Und ich werde heute versuchen, die beiden Turniere in verschiedenen Kategorien quasi zu vergleichen und am Ende zu sagen, welches Turnier ich persönlich jetzt besser fand. Und das würde mich auf alle Fälle auch mal interessieren, was dazu eure Meinung ist zu den einzelnen Kritikpunkten, die ich da mache. Natürlich ist das Ganze meine Wahrnehmung und ich bin ein Meinungsblogger, der seine eigene Meinung wiedergibt. Die muss jetzt natürlich nicht mit jedem passen. Deswegen auf alle Fälle würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr Kommentare unten reinhauen könntet. Lese ich mir auf jeden Fall auch durch und werde da bestimmt auch das ein oder andere Mal antworten. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zur ersten Kategorie und das ist allgemein zu den Veranstaltern. Und da muss man sagen, bei United ist es natürlich ein kompletter Verbund, das ist die Crew, und bei Fatal ist es quasi nur Phineas, wenn man es sagen kann, geschweige denn vielleicht auch, wenn es international geht, dann ist vielleicht auch noch Bates in der Kooperation. Da geht für mich der Punkt schon mal an Fatal, einfach jetzt geht es noch nicht darum, was die Veranstalter gemacht haben, sondern schon einfach, sag ich mal, rein ums Prinzip, wenn man so sagen kann, weil Phineas baut dieses größte Turnier, beziehungsweise vielleicht auch bald nur ex-größte Turnier der deutschen FIFA-Szene immer alleine auf, und das Ganze verdient natürlich Respekt, deswegen kriegt er da für mich den Punkt, Jungs. Ist halt eine etwas schwächere Kategorie, aber das muss man auf jeden Fall Phineas zugute halten, dass er das ganze Turnier immer alleine organisiert, und da auf jeden Fall Respekt, dass er das Ganze gemacht hat, dafür kriegt er für mich den Punkt. Ja, Jungs, die nächste Kategorie sind die Teilnehmer, und da fangen wir bei United an. Bei United wurden neue Teilnehmer mit ins Boot geholt, neue Teilnehmer an die FIFA-Szene herangeführt, unter anderem auch ein Tabak, der jetzt neu ist, dann war Visca Barca mit dabei, dann war Master Scorpion mit dabei, die vorher jetzt, sage ich mal, nicht so die Auftritte hatten. Ich glaube, Visca Barca war damals beim MSK World Cup mit dabei gewesen, aber sonst, ja, zu den Teilnehmern kommt dann natürlich auch, dass immer ein Teilnehmer aus der Community mit vorgeschlagen wurde, und bei Fatal, ja, das ist so eine mehr oder weniger eingeschworene Gemeinde geworden, wenn man dazu sagen kann. Natürlich muss ich aber sagen, dass bei Fatal auch teilweise Leute ausgeschlossen wurden. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung United schaue, da wurde ein Real FIFA mit reingenommen. Bei Fatal ist er nicht mit dabei gewesen, weil er ja Beef mit Phineas früher hatte. Habe ich ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Jungs, könnt ihr auf alle Fälle gerne mal abchecken. Aber auch bei Fatal waren jetzt die letzten Jahre Community-Teilnehmer mit dabei. Aber für mich geht da eindeutig der Punkt an United, auch weil Phineas auch mal Teilnehmer mit dabei hatte, wie C165, einfach nur ein Designer war, einfach nur bei ein, zwei Fates, glaube ich, mitgespielt hat und plötzlich mit YouTube aufhört. Alles klar, muss ich dazu sagen. Also das, man sollte schon Teilnehmer nehmen, die vielleicht auch Zukunft haben in der FIFA-Szene, und das wurde bei United gemacht. Deswegen geht da der Punkt für mich an United. Damit steht es jetzt auch mehr oder weniger, wenn man es so sagen mag, 1:1. Und jetzt geht es weiter zu den Regeln. Bei United ist es natürlich mehr oder weniger eine Umwandlung von Fatal. Fatal ist quasi das Grundkonstrukt, dass man mit einem Spieler eskalieren muss, um sich dann den Rest des Teams von Silber auf was anderes zu upgraden. Ich glaube, was anderes wird es bald schon bald nicht mehr in der FIFA-Szene geben. Es sei denn, man macht es wie beim Fabi Skill World Cup, wo schon jeder sein festes Team hat. Und der, der die meisten Münzen hat, gewinnt vielleicht auch. Wenn Pay to Win kann natürlich auch ein großer Faktor sein. Aber nichtsdestotrotz ist der Fabi Skill World Cup eigentlich ziemlich gut. Kann ich auch mal eine Analyse dazu bringen. Und wenn wir jetzt mal zu den Regeln gehen, bei United ist es natürlich dieses riesige Missverständnis im Halbfinale, was natürlich eigentlich nicht passieren durfte, da dann eine Regelunklarheit war und die erst im Halbfinale quasi offengelegt wurde, als Real FIFA bei Gamer Plus auf dem Kanal 1:0 gewann und Gamer Plus bei Real FIFA mit 3:2 wurden dann komischerweise die Auswärtstore gerechnet, und im richtigen Fußball ist es ja quasi auch so, aber da macht das ja auch ein bisschen mehr Sinn, weil da hat man nicht die Heimkulisse hinter sich. Ich muss dazu sagen, wenn man, sage ich mal, aufnimmt, sage ich, das ist immer so ein kleines Handicap, so war zumindest meine Wahrnehmung früher, weil man sich auch ein bisschen mit aufs Kommentieren konzentrieren muss und da ein bisschen Konzentration vom Spiel abgeht, deswegen ja, fand ich
ich jetzt die Lösung nicht ganz so gut. Ich persönlich hätte entweder Golden Goal gefeiert, wie es damals sogar mal bei einem Viertelfinale so war, oder vielleicht auch ein Entscheidungsspiel, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung hätte ich schon mehr gefeiert. Aber da gab es auf jeden Fall eine Unsicherheit in den Regeln. Und wenn ich jetzt bei Fatal vorbeischaue, das ist natürlich der Vorreiter, aber es ist natürlich mittlerweile ausgelutscht. Da gab es keine große Weiterentwicklung, die ich jetzt zum Beispiel bei United gesehen habe, indem zum Beispiel die Stat-Truth-Methode kam. Ja, Jungs, das, was ich immer angeprangert habe bei Fatal, wurde bei United durchgesetzt, dass quasi die YouTuber nicht mehr so einfach faken können. Und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und das ist auch ein Grund, wie gesagt, das ist für mich eine subjektive Wahrnehmung, weshalb wir beide einen Punkt für die Regeln kriegen sollten. Deswegen 2 zu 2, weil die Regeln sind top, aber jeder hat so ein bisschen seine Fehler damit drin. Und weiter geht es jetzt zur Community, beziehungsweise wie wird die Community in den Turnieren eingebunden? Und in dem Wort United steckt das Wort You und das wird auch groß geschrieben und der Name ist auf jeden Fall auch Programm. Die Community kann bei dieser Draft-Entscheidung mithelfen, also mithelfen, da können sie bestimmen, auf welchen Spieler der YouTuber setzen muss, finde ich auf jeden Fall richtig cool. Dann gab es diesen Community-Joker, wo durch die Anzahl der Likes und die Anzahl der Aufrufe quasi ermittelt wurde, wer da quasi den besten Wert hatte. Und wer den besten Wert hatte, konnte sich einen Spieler seiner Wahl auswählen. Die Wahl fiel da auf FGU. Sie hatten da die stärkste Community bei United, habe ich auf jeden Fall gefeiert. Wenn ich jetzt mal Richtung Fatal schaue, da gibt es auch so eine Aktion gewesen. Das war das Jahr, wo FIFA for Fun reinkam. Da gab es auch große Unsicherheiten. Damals habe ich auch ein skandalöses Video mitgemacht, aber das war noch so zu einer Phase, wo ich es mit Meinungsblocks vielleicht noch nicht so ganz drauf hatte. Das war noch in meiner frühen Zeit. Das Video gibt es auch, glaube ich, so an sich gar nicht mehr. Und da wurde das ziemlich untransparent gestaltet. Da wusste keiner, ob es jetzt FIFA for Fun wird, Niklas Neo oder Pato, weil es einfach wirklich absolut undurchsichtig wurde. Es wurde ewig nichts gepostet, wer es wird. Und plötzlich war FIFA for Fun im Turnier. Das fand ich damals auf jeden Fall sehr untransparent. Und ja, dann gab es halt noch die Standardsachen bei der Community, wie zum Beispiel, dass man halt immer die Paare bestimmt, das ist halt Standard, aber für mich geht eindeutig der Community-Punkt dann trotzdem an United. Doch kommen wir weiterhin zum Ablauf. Der Ablauf, muss ich sagen, war bei United sehr zügig, es wurde alles richtig schön durchgesetzt. Bei Fatal gab es natürlich schon in den ganzen Staffeln noch mal Phasen, wo es zu längeren Pausen kam. Das fand ich jetzt persönlich nicht so gut. Aber alles in allem muss ich einfach sagen, Fatal hat sich über Jahre lang hinweg gehalten. Deswegen soll es auch den Punkt da kriegen. Für mich kriegen ja beide einfach den Punkt. Und somit habe ich nur noch eine Kritik zu sagen. Bei mir ist auf jeden Fall der Wunsch, dass es nicht so sein sollte, dass ein YouTuber schon bei dieser Qualifikationsphase, wo man sich sein Team erspielt, zum Beispiel schon 3 Spiele hat und der andere erst quasi seinen ersten Part hochgeladen hat. Das sollte man vielleicht versuchen, das Ganze ein bisschen zeitlich so einzurichten, dass man auch wirklich, sage ich jetzt mal, bei FGU Folge 1 sieht und einen Tag später, keine Ahnung, bei Gamer Brother oder so. Das hätte ich ein bisschen mehr gefeiert oder auch mit den Uhrzeiten, aber das ist dann den Veranstaltern selbst überlassen. Somit bekommen beide einen Punkt und jetzt muss ich mal durch. Jetzt schaue ich gleich mal durch nach dem Punktestand. Damit steht es auch jetzt 4 zu 3 für United, muss man dazu sagen. Weiter geht es zur Gameplay-Qualität, was auch eigentlich ein wichtiger Charakter bzw. ein wichtiger Punkt ist für sehr viele, ist ja natürlich, dass das Gameplay auch hochwertig ist. Das war natürlich bei Fatal damals am stärksten, wo noch ein Browns und viel FIFA mitgespielt hat oder auch mit der Hansos, die überragend gespielt haben. Jetzt natürlich, nachdem diese sich von der FIFA-Szene distanziert haben, ist Fatal natürlich. Kann Fatal auch nur von der aktuellen Gameplay-Qualität nur so gut sein wie United? Je nachdem, wie Crew ist er jetzt ausgetreten, aber ich kann jetzt natürlich nicht bewerten, wer jetzt als nächstes da nachrutscht. Deswegen kriegen da beide für mich den Punkt. Damit steht es 5 zu 4 für United. Und der letzte Punkt ist eigentlich für mich noch ziemlich interessant. Was hat denn jetzt eigentlich der Kollege, der am Ende gewinnt davon? Und bei United ist es so, der Gewinner, der zweite Platz und der dritte Platz bekommen jeweils ein Preisgeld, was sie zum einen Teil an die Community verlosen müssen und zum anderen Teil quasi für sich selber behalten. Und bei Fatal ist es quasi nur Ruhm und Ehre, was man als Gewinner bekommt. Ich glaube, damals ging es sogar mal um eine PSN-Karte, aber ich glaube, die letzten Male, glaube ich, meines Wissens zumindest ist nicht. Und wenn, dann ging es nicht um solche Extremsummen wie bei Fatal, Quatsch, wie bei United. Mein Gott, jetzt komme ich schon langsam durcheinander. Deswegen geht da der Punkt auch am Ende für mich an United. Und jetzt geht es um die Zukunftsaussichten. Und da müssen wir uns alle einig sein, da liegt United deutlich vorne. Ich denke mal, dass die Zukunftsaussichten von diesem Turnier viel besser sind. Zum einen, weil die Crew auch deutlich im Hype ist. Es war das erste Turnier. Es wurden neue Teilnehmer mit eingeladen.
Ja, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht mal zu einer Phase, wo die Klicks nicht so down sind auf YouTube. Aber ich denke mal, wenn man das in so einem Zeitraum hochlädt, wie damals Fatal kam, ist da auf jeden Fall in der Zukunft sehr viel drin. In den Ansätzen hat schon gestimmt. Ich denke, man muss aus den Fehlern lernen, die ich schon angesprochen habe. Bei Fatal ist es die Sache, ist veranstaltet von Phineas und Phineas lädt sehr, sehr wenig aktuell hoch. Er hat quasi immer nur Hype, wenn Fatal kommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass Fatal für ihn immer nur so eine Art Rettung ist, wenn er das dann bringt. Was ich glaube, wo Fatal vielleicht nochmal zurückkommen könnte, ist, wenn es international nochmal so ein riesiges gibt, wie es damals schon mal gab, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, Jungs. Ihr könnt mir gerne eure Meinung unten reinschreiben. Heute mal ein sehr langes Video, sehe ich hier gerade eben auf der Aufnahme. Vielleicht hat der ein oder andere Bock, das Video bis zum Ende zu schauen. Wenn ihr das Video bis zum Ende geschaut habt, schreibt gerne Hashtag Ende in die Kommentare. Schreibt mir auf alle Fälle unten rein, ob ihr Fate oder United besser findet. Stimmt gerne in der Infokarte ab, falls ich die nicht vergessen habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Checkt auch gerne eins meiner letzten Videos ab oben in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung verlinkt, Jungs. Euer Sweater ist raus von einem ganz, ganz langen Video nach langer Zeit. Macht's gut, haut rein und schau, kostenloses Abo wäre Babo. Dance when the bass hit, dab on the spaceship.